Hallo liebe Leute, willkommen zu einem, ich nenn's mal Let's Talk, und zwar werde ich euch hier mal erklären, wer Tudu ist, wer ich bin, was ich so mache und so weiter. Scheiße! Eigentlich wollte ich den Satz anders anfangen oder das ganze Video, nämlich mit, ihr seht sich, das ist eine 3D-Brille. Ich wollte das Video eigentlich so anfangen. Ups. So. Das Leben ist ein Scheißspiel, hat aber eine geile Grafik. Oh mein Gott, meine Haare. Okay. Ich habe mir hier ein paar Fragen vorbereitet, also entschuldigt bitte, wenn ich einen Moment lang nicht in die Kamera schaue, dann muss ich nämlich einfach nachlesen. Okay, fangen wir mal an. Wie heißt du? Mein Real-Life-Name ist Stefan. Ganz einfach Stefan, nichts Besonderes. Dann, wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt und bin 25 Jahre alt, ja. Woher stammt der Name Tudu? Oder wie bist du auf Tudu gekommen? Die Antwort muss ich ein bisschen ausschweifen. Und mir wird kalt. Ich zieh mal kurz eine Jacke, bis gleich. Scheiße. Oh, ist ein bisschen rauchig hier. Also, der Nickname Tudu ist vor vielen, vielen Jahren auf einem Spielplatz entstanden, nämlich war ich war mal so ein Parkbank-Gangster. Wir sind auf dem Spielplatz, auf der Parkbank gehockt, natürlich oben auf der Lehne, wie echte Parkplatz-Gangster das so machen, Spielplatz-Gangster. Und wir waren vielleicht, habe ich gehört, ein bisschen in der Graffiti-Szene unterwegs und da haben wir einfach einen Namen für unsere Tags gebraucht. Und da wir sehr unkreativ waren und immer noch sind eigentlich, ich habe mit dem aber nichts mehr zu tun, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, uns Namen zu geben von dem, was wir jeweils gerade hören. Und da das ein Spielplatz war, war das natürlich Kindergeschrei. Irgendein Kind hat dann was geblubbert, das hieß dann wie Dudu. Und daraus ist dann Tudu geworden. Mein damaliger Kollege, der hieß dann eigentlich Mäh. Aber das haben wir dann nicht gelten lassen und so war das nächste, was wir dann gehört haben, war Kona und dann hieß halt Kona. So ist der Name Tudu entstanden. Okay, nächste Frage. Woher? Wissen vielleicht auch schon einige, müsste irgendwo auch im Kanal stehen. Ich bin aus Nürnberg und bin dort geboren, wohne dort und werde dort in weiser Voraussicht auch erstmal bleiben. Ja. Nächste Frage, was arbeitest du? Ich bin in der Logistik, also Lagerscheiße. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Nein. Lieblingsmusik. Primär stehe ich auf House, Elektro, Minimal, Dubstep, Drum and Bass, Dance, Techno und so ein Quatsch. Alles, was ein bisschen schneller ist wie Hip-Hop halt. Und eigentlich höre ich aber auch Pop und so ein Quatsch. Alles, was halt im Radio läuft, ziehe ich mir auch rein. Und je nach Stimmung ändert sich dann auch manchmal für eine Woche oder so die Musikrichtung. Wie zum Beispiel, aktuell bin ich relativ leicht gereizt und drum höre ich zurzeit sehr viel Metal. Yay, Metal! Okay. Cheer! Okay, die letzte Frage, die ich vorbereitet habe, ist Hobbys. Was sind meine Hobbys? Zu meiner Linken, im Video dann die Rechte. Ihr seht's nicht, da sind zwei Regale randvoll mit ungefähr 25 Vogelspinnen, denn ich züchte Vogelspinnen. Ein weiteres Hobby ist die Fotografie, Sport und natürlich Videospiele. Jetzt ganz, ganz groß erst durch meinen Urlaub geworden mit den Let's Plays und es macht mir riesen Spaß und irgendwas brennt hier. Nein. Geh weg. So. Das waren meine Hobbys. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, genau, dann machen wir das so. Ihr habt noch mehr Fragen, schreibt das alles schön in die Kommentare. Dann werde ich mir da die guten Fragen rauspicken oder vielleicht sogar auch alle, je nachdem wie viele antworten. Und werde die im nächsten Video beantworten. Yay! Yeah. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal, euer Tudu.